Hallöchen Popöchen und herzlich willkommen zu meinem YouTube Shorts Kanal. Im letzten großen YouTube Shorts Kanal Video habt ihr gesehen, wie ich meinen Freund pranke und ich habe euch ein Teil 2 versprochen. Ich muss zugeben, ich habe ihn wirklich schon einige Male geprankt und auch ziemlich hart. Den ersten Teil habt ihr so krass gefeiert, dass ihr jetzt hier den zweiten Teil seht. Also macht euch gemütlich, holt euch einen Tee und genießt, wie ich den Sinan ein bisschen foltere. Falls ihr Sinans Video noch nicht gesehen habt, vergesst nicht, das ist der erste Link unten in der Infobox. Dann kommt ihr zu dem Video, wo Sinan mich prankt. Das ist wirklich auch unfassbar witzig für euch und für ihn. Für mich war es teilweise nicht so witzig. Aber jetzt geht es ja erstmal darum, dass wir ihn ein bisschen pranken. Deswegen genießt jetzt die Pranks von mir an Sinan und viel Spaß dabei. Ihr wolltet unbedingt, dass ich mal wieder Sinan pranke. Und deswegen habe ich hier Luftschlangenspray gekauft. Sinan liebt sein Auto. Und ich bin gerade noch mal ganz kurz in Action reingehuscht, weil ich gesagt habe, dass ich Durst habe, habe aber das hier gekauft. Und ich werde ihn jetzt komplett voll sprühen damit. Und sein Auto. Er wird mich danach hassen. Hier ist Cola. Hör auf, Mann! Ah! Ah! Ich mach so lange, bis das Spray leer ist. Okay, es ist leer. Prank! Was machst du? Was machst du? Drückt jetzt aufs Plus, wenn ich Sinan noch mehr pranken soll. Ich werde jetzt Sinan seinen PS4-Controller aufhübschen. Ich werde ihn einfach komplett umgestalten. Mit Glitzersteinen und Aufkleber. Und bevor ihr irgendwas sagt, er war heute echt gemein zu mir. Er hat mich einfach zum Weinen gebracht. Und zufolge hat es einfach einen richtig krassen Prank. Ich brauche dafür aber meine Brille. Die Heißklebepistole ist jetzt angesteckt. Und während die warm wird, klebe ich erstmal ein paar Schmetterlinge auf den Controller. Ein Schmetterling vorne drauf. Richtig gut festdrücken. Herzchen dürfen nicht fehlen. Jetzt kommen die Glitzersteine. Noch mehr Herzchen. Die untere Spitze mache ich jetzt voller Heißkleber. Ah, das läuft schon runter. Und taucht es jetzt einfach in Glitzer. So schaut der Controller jetzt von ihm aus. Und jetzt werde ich ihn einfach damit überraschen. Schreibt mir jetzt mal in die Kommentare, wie ihr den Controller findet. Denkt ihr, er wird sich sehr aufregen? Sinan, ich fand deinen Prank heute nicht nett. Deswegen habe ich mir deinen Controller geschnappt. Nein, bitte nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Doch, warte, er ist nicht in der Gefriertruhe oder so. Ich dachte, ich dekoriere ihn ein bisschen um. Oh nein, nicht nein. Rache ist süß. Isabel. Findest du ihn nicht schön? Ich habe mir Mühe gegeben. Mach den Mund zu. Ich werde Sinan jetzt mit Henna-Farbe pranken. Sini muss morgen früh zur Arbeit und ich dachte, ich bin mal wieder gemein. Deswegen werde ich jetzt mit Henna-Farbe ihm verschiedene Dinge ins Gesicht malen. Oh ja, ich weiß, ich bin gemein. Ah, jetzt habe ich das selber im Gesicht. Drückt jetzt schon mal aufs Plus und schreibt mir weitere Pranks in die Kommentare. Ich sag euch, der Junge ist so lustig. Schon seit ich ihn kenne, schläft er immer mit so einem abgeknickten Kopf. Okay, ich habe mir überlegt, so eine Monobraue zu machen. Ich sag euch, der hat so einen krass festen Schlaf. Er ist einfach mal der Feuermelder angegangen und er hat einfach weitergeschlafen. Jetzt noch ein paar Sommersprossen. Okay, das sollte eigentlich eine Blume sein. Oh, oh scheiße. Sini? Hi. Henna-Farbe, kennst du? Denk mal an Janets Henna-Abend. Oh mein Gott, das geht nicht mehr von den Händen. Geht nicht raus. Ich melde mich gerade. Vielleicht habt ihr das Video gesehen, wo ich Sinan seinem Controller einen neuen Look verpasst habe. Der Controller sieht jetzt so aus. Und das Ding ist, ich saß gerade auf dem Sofa und mein Blick ist auf seine PlayStation gegangen. Und dann ist mir aufgefallen, wie leer die aussieht. Also richtig langweilig. Das heißt, wir werden jetzt seine PlayStation passend zu seinem Controller umgestalten. Ich habe hier auch wieder ziemlich coole Sachen. Fangen wir erstmal mit ein paar Herzchen an. Noch ein rosanes. Ein paar Blümchen müssen auch drauf. Diese Schmetterlinge sind absolut schön, deswegen müssen sie auch drauf. Der hier ist der schönste, der kommt aufs Logo. Das macht einfach so viel Spaß. Jetzt schreiben wir ihm noch eine kleine Message. Ich liebe mich. Oh, warte mal, da stimmt was nicht. Ich liebe dich. Hier habe ich schon Kleber und ich habe voll die süßen Pilze, die müssen da drauf. Hier kommt noch einer hin. Oh mein Gott, das sieht einfach endschön aus. Diese Perlen müssen unbedingt auch noch drauf. Und die passen so schräg hin. Gut festdrücken. Ich hatte leider keine Is mehr, deswegen habe ich einfach falsch rum J genommen. Mein Meisterwerk ist es fertig. Denkt ihr, er wird sich freuen. Wir haben Samstagabend und das heißt, wir werden jetzt Sinan pranken. Und dieser Prank hat Sinan sich quasi selber zu verdanken. Er hat mir gestern Morgen gesagt, dass er sein Bart abrasieren möchte, dass er sich aber nicht traut, weil er Angst hat, dass es doof aussehen wird. Das war ja quasi schon eine Aufforderung. Deswegen werde ich jetzt einfach sein Bart rasieren. Und er wird bestimmt aussehen wie so ein Babypopo danach.
Janin, ich möchte ganz kurz TikTok mit dir aufnehmen, okay? Was denn schon? Sinan, ich möchte einen TikTok mit dir drehen. Was bist du? Spinnst du? Aber du hast mir doch gesagt, du möchtest dein Bart wegmachen. Das heißt doch nicht, dass du ihn direkt wegmachen sollst. Doch. Du wirst so ein Babyface haben. Sinan sieht gerade so aus. Nimm das alle als Profilbild. Sinan wird sich den Bart jetzt komplett wegmachen und ein Bild, wie er ohne Bart aussieht, ist jetzt in meiner Story. Auf diesen Halloween-Tag habe ich mich ganz besonders gefreut, denn heute ist der 12. Oktober und das heißt, wir machen jetzt einen Halloween-Prank an Sinan. Es wird ziemlich gemein, aber ich meine, wir haben auch Oktober und es muss was Besonderes werden, deswegen habe ich meine Hand erstmal komplett mit Latex eingestrichen. Denn ich möchte ihn so pranken, dass ich anscheinend meine Hand verbrannt habe und da überall Brandblasen und so sind. In das Latex habe ich solche Löcher reingemacht, um die Brandblasen besser darstellen zu können. Dann habe ich meine Hand angemalt und natürlich musste da noch ganz viel Kunstblut drauf, aber ich kann es euch nicht zeigen, weil TikTok sehr streng mit mir ist. Sinan, möchtest du auch einen Tee? Okay. In der Küche habe ich dann alles vorbereitet und die Kamera so hingestellt, dass er es auf jeden Fall nicht sieht. Und jetzt lasst euch gleich von meinen Schauspielkünsten überraschen. Ein bisschen Wasser verschütten, damit es realistischer kommt. Und jetzt kommen meine cringen Schauspielkünste. Ah! Ah, Sinan! Wieso rufst du den Notarzt an? Wir hätten doch einfach auch mit dem Auto fahren können. Oh. Findest du, ich hab's gut geschminkt? Ja. Wenn ihr wissen wollt, wie meine Hand aussieht, dann schaut jetzt in meine Story, da ist jetzt ein Bild. Und nein, hört auf, mad zu sein. Ich kann nichts dafür, TikTok hat schon meine letzten zwei Videos gesperrt. Meine Hand sieht richtig schlimm aus, deswegen schaut euch trotzdem in meiner Story an. Kann das sein, irgendwie, dass du schwitzt? Voll unter Schock. Hier schreibt jemand, bei der Tastatur die Tasten vertauschen. Ihr könnt euch bestimmt erinnern, was Sinan mit meiner Palette gemacht hat. Er wollte sie nur waschen. Aber die ist halt jetzt komplett zerstört und deswegen müssen wir ihn pranken. Und eure Idee war einfach richtig gut, dass wir bei seiner Tastatur die Tasten vertauschen. Und das machen wir jetzt. Hier ist seine Tastatur und ich hole jetzt einfach diese Tasten raus. Also das O habe ich schon mal draußen. Jetzt noch das G. Jetzt noch das R. Okay, seine Tastatur sieht jetzt so aus und schaut mal, wie eklig. Ich setze die Tasten jetzt irgendwie wieder rein. Ich habe die jetzt komplett vertauscht da reingesetzt und schaut mal, was hier steht. Prank. Mal schauen, ob es ihm auffällt. Jetzt habe ich noch Lust, die Tastatur ein bisschen anzumalen. Ein bisschen gelb, grün, rot darf auch nicht fehlen und zuletzt orange. Jetzt noch ein paar Sticker und noch hier eins. So sieht seine Tastatur jetzt aus. Ich bin mir sicher, die kriegt er nie wieder ganz. Und jetzt warten wir, bis er heimkommt. Okay, Leute, er ist da. Hi, Baby. Warum filmst du? Was hast du gemacht? Das wirst du sehen. Nein. Und wie findest du deine Tastatur? Ich habe sie ein bisschen geschmückt und sauber gemacht und repariert. Prank. Prank. Prank mal wieder Sinan. Ich habe eine richtig gemeine Idee gehabt. Und zwar werde ich Henna-Farbe jetzt da reinfüllen und so machen, als wäre das eine Maske. So wie bei dem letzten richtig krassen Prank. Und mal schauen, ob er den Fehler vom letzten Mal zweimal macht. Wundert euch nicht, ich rede jetzt. Das hier ist die neue Maske von Essence. Und zwar die Coffee-to-Glow-Maske. Die wird Sinan jetzt probieren, weil meine Haut ein bisschen gereizt ist. Zuerst kriegst du dieses süße Haarband. Zuerst schauen wir, ob die wirklich nach Kaffee riecht. Die Maske soll auf jeden Fall die Unreinheiten rausziehen und ich bin gespannt, ob das Ganze funktioniert. Die sieht aus wie Heilerde, lol. Die riecht auch komisch. Ich trage dir auf jeden Fall relativ viel auf. Jetzt noch die andere Seite. Sini, wie fühlt sie sich an? Sehr gut. Sehr gut. Brennt ein bisschen. Komisch. Noch hier ein bisschen hin und ich glaube, jetzt reicht es. Das Ganze muss jetzt einwirken. Mhm. Irgendwie siehst du aus, als wärst du in Dinosaurier-Scheiße gefallen. Warum guckst du so? Was ist? Es brennt voll. Echt? Ja. Mies. Sini? Oh, es brennt. Sini, du weißt ja, was so auf türkischen Hochzeiten ist und was man mit Henna-Farbe macht, oder? Nein, spinnst du? Nein! Ey! Sinan, jetzt ja. Warte doch mal. Nein, nein! Du bist doch eh in Quarantäne. Oh nein.
jetzt? Ich weiß nicht. Und? Du bist gemein, lass mich. Das bloß wäre mehr Pranks. Neues Jahr, neuer Prank. Ich werde jetzt Sinan pranken und es wird einfach der erste Prank 2022. Und nur mal so unter uns, der wird richtig witzig. Aber wahrscheinlich nur für uns. Ich denke, ihr wisst alle, dass Sinan ohne Zahn liebt. Genauso sehr liebt Sinan aber sein Auto. Und ich dachte, wir verbinden das jetzt einfach und ich klebe seine geliebten ohne Zahnfiguren mit Sekundenkleber auf sein Auto. Das wird witzig. Ich sitze jetzt im Auto und ich klebe das jetzt hier ums Lenkrad herum. Also ein bisschen Sekundenkleber aufs Lenkrad. Und jetzt schnell die Figur dran setzen. Jetzt kommt der nächste, der hält auch schon. Jetzt kommt noch hier einer hin. Ich bin fertig, so sieht jetzt das Lenkrad aus. Und ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber das ist das schönste Lenkrad aller Zeiten. Jetzt rufe ich Sini an und sage, er soll runterkommen. Mal schauen, wie er reagiert. Okay, Leute, es geht los, er kommt. Wie findest du's? Überraschung! Was machst du? Die sind mit Sekundenkleber dran geklebt. Hä? Du machst das Lenkrad kaputt. Hey, das ist das coolste Lenkrad ever, was sagst du? Es sieht ja cool aus, aber ich kann so nicht fahren. Es ist wirklich mit Sekundenkleber festgemacht. Es geht nicht mehr weg? Nee, es geht nicht weg. Aber ich dachte, du findest es cool. Ja, es sieht ja cool aus, aber es geht nicht. Hey, ohne Zahn, was geht? Wohin? Nach rechts? Okay. Ich habe wirklich den verrücktesten Mann der Welt. Schreib mir mal ganz viele andere Ideen in die Kommentare und mach das Plus weg für mehr Pranks. Ich pranke jetzt Sinan. Und ich fühle mich jetzt schon so ein bisschen schlecht, weil der Prank ist unnormal gemein. Ich habe hier nämlich ganz viele Zettelchen, wo überall das Gleiche draufsteht. Ich sag dann zu meinem Freund, dass es eine Geschenke-Challenge ist. Das heißt, ich sag zu Sinan, dass er einmal ziehen darf und das, was auf dem Zettel draufsteht, schenke ich ihm dann. Allerdings werde ich ihm auch sagen, dass es eine Bestrafung gibt. Und da ja überall das Gleiche draufsteht, wird er denken, dass er Pech gehabt hat. Und wisst ihr, was auf jedem Zettel steht? Bart wegmachen. Let's go! Es gibt so eine neue TikTok-Challenge und ich wollte fragen, ob du mitmachen möchtest. Also wie gesagt, es gibt eine schlechte Sache. Möchtest du trotzdem spielen? Ja. No risk, no fun. Zuerst schütteln und jetzt darfst du ein einziges Mal ziehen. Ich habe immer Glück bei sowas. Lies laut vor. Bart weg. Nein, nein. Du hattest Pech. Ich habe den voll lang wachsen lassen. Du hast dich auf die Challenge eingelassen. Also Bart wegmachen. Ich möchte eigentlich nicht, aber ich bin ein Ehrenmann. Ich mache jetzt den ersten Part weg. Nein. Nein. Oh mein Gott. Pascal. Luigi. Okay, Leute, Sini ist jetzt fertig und mal schauen, wie er aussieht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du siehst so süß aus. Du bist endhübsch. Wow. Weil du so tapfer durchgezogen hast, darfst du jetzt einen Zettel ziehen. Ja. Yeah. Dein Ernst? Zieh doch noch einen. Das ist gemein. Das ist wirklich gemein. Bist du sauer? Ja, ihr Gemeinis. Wir sind am Ende von dem Video und ich finde, bis jetzt musste der Sinan schon ziemlich, ziemlich viel durchmachen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr einen dritten Teil wollt, denn vielleicht gibt es noch einige Pranks, die ich zusammenschneiden kann. Es macht mir wirklich unfassbar Spaß, den Sinan als zu pranken, aber vergesst natürlich nicht, das alles ist nur Spaß und wir tun uns nicht wirklich weh oder so. Aber falls ihr noch ein paar witzige Prank-Ideen habt, dann ab in die Kommentare damit. Vergesst nicht, diesen YouTube-Shorts-Kanal von mir auch zu abonnieren. Hier unten könnt ihr das kostenlos machen. Diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und irgendwie coole Pranks in die Kommentare zu schreiben. Ich freue mich schon auf den nächsten Teil und bis dahin fühlt euch alle gedrückt und geküsst. Seid bitte lieb zu euren Mitmenschen, das ist unfassbar wichtig und bis dann. Tschüss.